Pfarrer Friedrichsfeld muss weichen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. 33. Woche. Vandalismus lautet die Überschrift. Und wir fangen wie meistens mit der Hauptwache an. Untypisch, beide Tore sind offen. Und wenn man hier ist, hört man ab und zu Bagger und Kettensägen. Ansonsten gibt es vom Haupttor aus selber nichts Besonderes zu berichten. Dann an dem zweiten Tor, was ja später der Eingang sein wird für die Besucher, ist eins der Schilder mit dem Wort Lüge beschmiert worden. Und zum anderen Aufkleber. Die waren vorher noch nicht da. Das ist der Ausfahrtbereich der ehemaligen Panzerwaschanlage und hier fällt auf, dass auch dort schon die ersten Bäume weg sind. Dann auf einmal ist mir aufgefallen, dass von den ehemals 10 Schildern an der Friedrichsfelder Straße mehrere fehlen. Hier ist jetzt ein Beispiel davon und in den nächsten Einstellungen werdet ihr noch weitere Beispiele sehen. Die Schilder sind einfach weg, rausgerissen und halt nicht mehr da. Ich habe noch geschaut, ob ich die dort irgendwo in den Gräben finde, aber nein, die Schilder wurden komplett entfernt. Die eigentlichen Halterungen aus Beton findet man zwar noch, die liegen direkt daneben, aber die Schilder selber sind nicht mehr da. Während meiner Aufnahmen ist dann noch ein Traktor vorbeigekommen mit Anhänger. Die kommen immer aus dem Gelände raus und fahren wieder leer logischerweise in das Gelände rein. Und zwar um Holz abzutransportieren. Hier nochmal eine Einstellung mit einem weiteren Betonhalter von einem Hinweisschild, ebenfalls entfernt worden und zwar mutwillig. So, was habe ich noch für euch? Ich habe hier noch ein paar Fotos, einmal von der Firma, die jetzt dort arbeitet. Das habe ich ja schon mal gesagt, Eurovia. Die sind jetzt mit auf dem Gelände tätig. Und dann wurde noch ein weiterer Aufkleber angebracht an einer Leitplanke an der Friedrichsfelder Straße, der war ebenfalls vorher noch nicht da. Das war es dann wieder mit Pfarrer Friedrichsfeld muss weichen. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben. Ich bleibe natürlich am Ball, hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wie immer freut man sich als YouTuber logischerweise über einen Daumen in nördlicher Richtung. Bis dann, danke und tschüss.